Hier lang! Festhalten! Dieses verfluchte Ding zurückkommen? Wir sind sicher. Ahriman hat keinen Einfluss, nachdem wir das Gebiet geheilt haben. Also, Prinzessin. Hört ihr auf, mich so zu nennen? Aber das seid ihr doch, oder? Eine Prinzessin. Mein Name ist Elika. Okay, tut mir leid. Prinzessin Elika. Ich weiß nicht, wie ihr heißt. Ich hab's euch ja auch nicht gesagt. Was war der entfernteste Ort, den ihr je gesehen habt? Ihr wart dort. Das Ende der Schlucht? Wir betreten die Zitadelle. Wenn die Verdammten zurückkehren, wird der Jäger hier sein. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht alleine sind. Wenn wir das fruchtbare Gebiet erreichen, sind wir sicher. Könnt ihr den Jäger sehen? Um den können wir uns nicht kümmern. Wir müssen zur Spitze des Turms. Keine Panik, Prinzessin. Wir werden es schaffen. Mädchen fallen vom Himmel. Das hätte ich doch als Zeichen nehmen müssen. So leicht ist das nie. Wenn es ein Trost ist, ich bin gerne auf euch gelandet. Das fruchtbare Gebiet ist oben auf dem Turm. Und das können wir erreichen? Ja. Dann lasst uns auf diesen Turm steigen. Alles wird gut. Hoffe ich. Ja.
Hey, wird euch das jedes Mal so schwächen? Ich weiß nicht. Ich habe Ahriman vorher noch nie vertreiben müssen. Wo würdet ihr hin, wenn ihr könntet? Zum Meer. Wie ist es da? Na, in der Wüste ist man alleine. In der Wüste überlebt man. Am Meer lebt man. Obacht, Prinzessin. Wenn ihr das seht, kehrt ihr vielleicht nicht zurück. Wie ist das so als Prinzessin? Ermüdend. Warum tragt ihr diesen Schal? Er bringt Glück. Hätte nicht gedacht, dass ihr an so etwas glaubt. Tue ich auch nicht. Aber vielleicht glaubt es an mich. Ja, warum seid ihr mir gefolgt? Ist das ein normaler Tag für euch? Sieht das etwa so aus? Jetzt! Hier lang! Welcher ist der beste Weg? Oh, wenn ich jemals diesen Esel finde. Wo genau gehen wir hin? Das bin ich nicht. Diesen verrückten Kram macht jemand anderes. Spring! War das, wogegen wir im Tempel kämpften, ein Verdammter? Nein, es war einer von Arimans Soldaten. Einige wurden mit ihm eingesperrt. Wie viele genau sind einige? Wer weiß. Einige Schriften sagen, dass Ahriman mit den 4 Verdammten und 1000 Gefolgsleuten unterging. Hoffen wir, dass sie sich verzählt haben. Wissen die Verdammten, wohin wir gehen? Die Verdammten lebten hier, als Ahriman die Stadt eroberte. Aber es gab die fruchtbaren Gebiete noch nicht.
Die Ahura errichteten sie erst später. Derselbe Ahriman, den wir im Tempel hörten? Dann wissen sie, wohin wir gehen. Das ist meine Lightshow. Goldstatuen, Goldmünzen, Gold, Gold. Oh, hätte ich doch bloß nicht das Hammelcurry gegessen. Keine Sorge, Prinzessin. Ich hol euch da raus. Diese Zerstörung ist nicht allein das Werk der Dunkelheit. Warum bekomme ich denn das Gefühl, dass es etwas noch Schlimmeres gewesen sein muss? In der letzten Schlacht gegen Ahriman wurde die Stadt dem Krieger übergeben. Ich denke, es ist sein Werk. Das ist mehr Anstrengung, als ich für heute geplant hatte. Dieser Ort ist dermaßen JWD. Wird sonst jemand versuchen, uns umzubringen? Ich sagte doch, ihr sollt gehen. Und ich dachte, heute würde ein ruhiger Tag werden. Ihr solltet den Wahrsager wechseln. Ich vermute mal, dass er auf dem fruchtbaren Gebiet steht. Ja. Hat dieser Krieger irgendwelche Schwächen? Ich sagte Schwächen. Nein, kein Hinweis auf Schwächen. Wusstet ihr diese Religion, Will? Konnte es keine sein, in der die bösen, was weiß ich, finster, dreinblickende Schafe sind? Wenn der Krieger bloß seine Feinde besiegen wollte, warum ist er hier? Ahriman ist keine Wunschfee. Der König bat um die Macht, sein Volk zu retten. Ahriman gab sie ihm und schuf gleichzeitig eine Kriegsmaschine für sich selbst. Können wir den Krieger irgendwie gegen Ahriman aufhetzen? Ahriman hielt sein Versprechen. Sein Volk wurde von Ahrimans Truppen verschont. Trotzdem sind sie tot, von der Geschichte vergessen. Auf der Heimreise, dann der Sturm, nun das.
Das war gruselig. Warum versucht ihr mit dem Ding zu reden? Er ist ein Mensch, kein Ding. Vielleicht war er ein Mensch, aber jetzt nicht mehr. Was er tat, tat er für die Ehre. Das sollten wir ausnutzen. Ihr wollt die Ehre des Kriegers nicht nutzen. Ihr glaubt, er könne gerettet werden. Nur weil jemand eine Krone trägt, ist er noch lange nicht edel. Nichts gegen euch. Er hat sich für sein Volk geopfert. Er tat es, damit die Leute über sein Opfer reden. Ihr seid ein Zyniker. Nicht zynisch. Realistisch. Glaubt ihr wirklich, dass Menschen irgendetwas tun, außer für sich selbst? Einige haben Arimans Angebot abgelehnt und lieber gekämpft. Vielleicht kein Gold, aber sie wählten trotzdem das Beste für sich. Ich wette, sie haben sich eine Belohnung im Paradies erhofft. Seht ihr einen Weg hier raus? Ich glaube, wir können dort weiter. Jetzt! Jetzt? Das gehört zum königlichen Palast. Ihr habt hier gewohnt? Nur ihr und euer Vater? Fast alle, die noch übrig waren, lebten hier. Zuerst wurde das Tal verlassen, dann die Zitadelle. Und als die ganze Stadt verlassen war, war nur noch der Palast übrig. Gespenstisch groß für so ein paar Leutchen. Gespenster werden wir hier nicht finden, aber Illusionen. Die Konkubine erwartet uns. Thank you.
unsichtbare Gebiet ist unter uns. Die Brücken zwischen den Plattformen sind fort. Wir müssen diese Dachträger benutzen, um rüberzukommen und uns dann fallen lassen. Oh nein! Das fruchtbare Gebiet ist frei. Prinzessin? Ich bin gelähmt. Die Konkubine, sie... Oh, tut das weh? Lasst mich euren Schmerz lindern. Haltet durch! Ich stoppe sie. Was haben wir denn hier? Eine Prinzessin und ihren kleinen Mann. Zwei verirrte Wanderer ohne Plan, wohin sie gehen oder warum sie hier sind. Zerbricht ihr alles, was ihr findet? Nochmal, kleiner Mann. Verirrt, verirrt in der Wüste. Obwohl ihr ein Ziel habt, seid ihr verloren. Was leitet euch, kleiner Mann? Wer seid ihr? Prinz oder Bettler? Dieb, Edelmann, Händler oder Mörder? Ihr wisst es richtig, oder? Noch eine Illusion. Auf die Illusionen auf. Das ist langweilig geworden. Oh, ich war die ganze Zeit hier. Es tut mir leid für all die. Wie überlässt ihr sie ihrem Schicksal? Wärt ihr nicht lieber zusammen in der Stunde der Not? Bleibt auf eurer Bühne, kleiner Mann. Alles, was ihr tut, ist Elendwerk. Ihr könnt gar nichts ändern. Das Leben so verwirrend. Man glaubt zu wissen, wo man steht, und dann ändert sich alles. Ihr sehnt euch nach ihr, oder? Doch sie hat nur ihre Pflege. Sie tut Ohrmaß. Es muss doch einen Weg geben, sie für immer loszuwerden. Sobald wir Ahriman weggesperrt haben oder die Schlosshallen hinter dem Schwarzen Tor betreten. Könnt ihr aufstehen? Ah, ich habe mich noch nie als Schauspieler versucht. Ich möchte euch allen danken, dass ihr zur Sondervorstellung von Tod einer Konkubine gekommen seid. Sie ist nicht tot. Ich darf doch träumen. Dafür sind Bühnen doch da.
Ohne Träume werdet ihr nie mehr werden, als ihr seid. Und wenn ihr nicht aufwacht, werdet ihr immer nur träumen. Auf zum nächsten fruchtbaren Gebiet.